So, herzlich willkommen zum Baubericht der Komatsu-Raupe von Fumotec. Heute baue ich den zweiten Bauabschnitt, nämlich den Kettenspanner. Der muss nachher zweimal gemacht werden, aber ich zeige ihn jetzt einmal für ein Kettenschiff. Und hier sieht man gut, es ist der Beutel für die Seite Nummer 3, es ist der Kettenspanner. Ich packe mal aus, was da drin alles zu finden ist. Und zwar einmal die Leiträder, zweimal. In dem Beutel ist noch ein Beutel. Viele Kleinteile. Und zwar die Federn, 4 Stück. Muttern. Schrauben hierfür. Und die Lager für die Leitrollen. So, ein klein wenig aufgeräumt, und zwar geht es jetzt an die Montage des Kettenspanners. Dazu brauchen wir einmal aus dem Seitenschiff den Kettenspanner. In diesen kommen die 2 Schrauben. Und diese werden gleich gekontert mit 2 Stoppmuttern. So, beide Schrauben sind jetzt gekontert mit den Muttern. Da bewegt sich nichts mehr. Diese werden nachher in dem Seitenschiff, ich weiß auch nicht ganz genau, ob man das sehen kann, hier geführt. Kann ich mal kurz zeigen. Da sieht das Ganze dann so aus. Hier wird nachher das Leitrad stehen und gleich kommt noch die Feder mit dem Begrenzer rein. Hier kommen gleich noch 2 Stoppmuttern drauf. Und zwar mit diesen wird nachher der Federweg eingestellt, wie weich oder hart die Federung nachher sein soll. Je weiter die drin sind, desto weicher ist die Federung. Die Schrauben sind eingedreht. Dann kann es jetzt weitergehen. Wir setzen einfach die beiden Federn ein. Ja, ganz schnell. So. Zack. Dann kurz einen Funktionstest. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir noch in das Leitrad die Plastiklager einbringen. Erste. Andere Seite auch noch. Ja, fertig. Das Ganze wird jetzt hier vorne in die Gabel eingesetzt und gleich mit diesem Stift gesichert. So, das Ganze nochmal gedreht. Das Rad richtig eingesetzt und dann passt auch der Bolzen wie angegossen. Ich setze es mal ein. Und wir sehen, der Kettenspanner hat die volle Funktion. Später werden noch diese 3D-Druckteile hier vorne angesetzt. Wird mit Silikon dann festgeklebt, andere Seite auch. Ich klebe das später an und damit wäre die Funktion des Kettenspanners gegeben und der Bauabschnitt abgeschlossen. In einem weiteren Teil geht es dann nochmal, es wird höchstwahrscheinlich später nochmal einen anderen Kettenspanner geben mit einer anderen Funktion, und zwar dass die Federwirkung von Seitenschiff entkoppelt wird, aber dazu später in einem anderen Baubericht. Bis demnächst!